Wir sind heute auf dem Account von Toastfreund für ein Opening. Ja, die Zurückerstatteten wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal an, so. Ja. Und vielleicht QA oder QA Hard. Oh, warte mal. Ich guck mal kurz nach. Wie weit ist er? Fertig, ja. Und QA Hard. Okay. Weltenboss auch gemacht. Sehr schön. Vorzeigbildlich. Ah, warte. Devil. Ah, was ist da los? Aber okay, gut. Seine Winche, die sind hier unten. Juno, Feng, Dupes zu LDs. Ansonsten, BJ-Team. Okay, was ist denn da so dein Team? Fangen wir damit erstmal an. Boom! Ja? Die Frage ist, also läuft es? Das ist so erstmal meine Frage. Zweitens, das ist ein Bale mit bei. Geht es ums generelle BJ-Team? Wahrscheinlich, ne? Also das BJ für den Solo-Raid. Ich hab's, denke ich, so verstanden. Ansonsten, also, aber ich habe da schon so viel drüber geredet, schon bei anderen. Also ich kann immer nur dasselbe sagen eigentlich. Also ich würde ein Twins-Team machen, ein Inugami-Team machen und das BJ-Team machen. Das ist, glaube ich, so echt das Leichteste, was man machen kann, ganz ehrlich. Ansonsten auf der linken und rechten Seite kommt es ein bisschen drauf an, was du eventuell für Monster hast. Ich nutze da halt ganz gerne ein Ikaru-Team. Also mein Team läuft so auf grobe 30 Sekunden. Ne, machen wir es mal kurz und knapp. Also, ich habe halt so gesehen, das BJ-Team, das ganz normale mit dem Bär, mit dem Wikinger, dann Colleen, Lauren, Bale und Deborah. Deborah muss man halt, wie gesagt, nicht nehmen, wenn man keine hat. Da kannst du auch einfach ganz normal Chiwa, was halt dein Lied ist, ne? Dann daneben. Ansonsten habe ich dann noch das Inugami-Team. Wenn ich das jetzt bearbeite, ist das dann raus? Nee, ne? Also nehmen wir mal an, das hier ist jetzt das Inugami-Team. Ich gehe ja nicht auf Play, also müsste es ja gehen, denke ich. Ja, du hast ja das BJ-Team so gesehen sogar. Ja, okay, guck mal, du hast es ja. Also das ist ja an sich nicht das Problem. Ich schätze, die anderen Teams sind eher das Problem, ne? Also ich habe da ganz simpel ein Ikaru. Einen ganz normalen Ikaru, den man halt so kennt. Dann habe ich ein Foodmonster und das ist unter anderem, ich weiß nicht, ob du die hast, also hier schon mal nicht, das ist die Freya. Die Freya ist die, Fria. Das ist die Feuersylphe. Ich sehe sie jetzt hier nicht, also vielleicht ist sie in einem anderen Lager, aber ich glaube, da kann ich von hier aus gar nicht zugreifen. Nehmen wir mal jetzt mal als Beispiel, das hier ist die Sylphe, okay? Das ist diese Feuersilfe. Die muss auch Level 1 sein, nur erweckt sein, mit Kampfgeist vollklatschen und Wille gegebenenfalls. Ja, das ist jetzt so gesehen die Silfe hier, der Inferno-Dude. Dann habe ich den ganz normalen, stinknormalen Ikaru, Trikaru-Werde. Ich weiß nicht, ob du den hier hast oder so. Da? Ja, okay. Dann haben wir einen ganz normalen Raok. Ich glaube, der ist noch auf Kampfgeist bei mir. Muss nicht unbedingt sein. Ja, weil der Hauptschadensgeber ist hier wieder der Bale am Ende. Dann haben wir einen ganz normalen Crow. Ja, das ist dieses hier. Ja, nehmen wir einfach mal den. Ich gehe gleich ein bisschen genauer auf die Runen ein. Und dann haben wir eine Kali. Also ich habe noch eine Kali. Ja, guck mal hier. Und dann haben wir hier die Kali drin. Ne? Das ist so gesehen ein Team. Wie gesagt, der Typ da oben ist... Da fehlt aber einer. Wen hat er jetzt nicht mitgenommen? Der Crow ist da. Die Kali. Achso, weil die Kali hier ist. Okay, dann müsstest du hier das ganz normale Bale-Team. Warte mal, wir machen das mal. Ich tue es jetzt nicht. Speichern gleich. Nehmen wir mal den mit den Chiwa. Ne? Nehmen wir mal das hier. Das stinknormale Trikaroli-Team. So, das hier oben ist, wie gesagt, das hier... Oh, jetzt crash nicht. Spiel. Help. Aber kackt. Oh, nee. Okay, fängt gut an. Wie gesagt, wir nehmen einfach... Der ist einfach gone, Alter. Wo ist der hin? Ich glaube, der ist noch da, aber der ist irgendwie nicht da. Der ist unsichtbar. Lol. Okay. Das ist die Fria, ja? Also, fangen wir mal... Das ist der ganz... Der bleibt so. Das ist der ganz normal Ikaru-Werde. Der ist kackegal. Die Fria, wie gesagt, die ist einfach nur Level 1, erweckt, 4 Sterne. Mit Kampfgeist, Wille vollklatschen. Einfach nur Food-Runen reinklatschen. Dann haben wir den Crow, der ist bei mir auf Zorn. Bei mir hat der 100 Kritrate. Das ist halt relativ wichtig. Wenn du hier ein bisschen Probleme hast oder sowas, oder wenn du die Kampfgeist-Runen übrig hast oder so, kannst du auch Kampfgeist reinhauen. Das ist kackegal. Der sollte schon auf Attack-Crit-Schaden Attack sein, nicht auf ACC, sowas halt. Dann sollte das eigentlich auch passen. Dann haben wir den ganz normalen Trikaru-Werde.
Und dann haben wir den Crow. Der Crow ist bei mir auf Vio-Kampfgeist, wie gesagt. Ne? Aber es könnte auch zum Beispiel ein Crow sein, der noch zusätzlich auf Kampfgeist ist. Musst du gucken, wie es von den Runen her abhängig ist. Auch auf Attack, Crit, Schaden, Attack natürlich. Ja, der hat bei mir jetzt nicht die 100 Crit-Rate, aber der sollte auf jeden Fall schon mal über 70 Crit-Rate haben. Das kann ich sagen. Und vielleicht ein bisschen mehr Attack. Aber ich denke mal, man kann viel aus den Artefakten und so rausholen. Ne? Oder wenn man ein bisschen jammt, dann geht das schon. Ne? Also meiner hat jetzt 1877 Attack. Speed ist fast egal, also meiner ist jetzt auf 52, falls dich interessiert. Dann haben wir die Kali und die Kali ist bei mir auf, Moment, da, auf Fatal Kampfgeist. Ja, einfach, also ungefähr so wie bei dir. Ja, die kommt auch sehr nah dran an meine, nur dass meine ein bisschen mehr Crit hat. Da musst du halt ein bisschen gucken, wie du mit den Leadern gehst, ne? Wenn du natürlich ein Crit-Lead hast, dann musst du natürlich nicht gucken, dass du auch überall auf die 100 Crit kommst oder sowas. Das macht ja der Lead dann, ne? Bei mir zum Beispiel, ich habe gleich in dem letzten Team, was ich dir gleich noch zeige, auch ein Crit-Lead mit drin. Dadurch muss der nicht auf 100 Crit sein, ne? Das ist halt so das Ding. Aber ja, sowas halt. Dann haben wir hier auf dieser Seite des Teams bei mir jetzt, um es jetzt mal ein bisschen schneller zu machen, ich hoffe, ich habe die Frage auch richtig verstanden, wie gesagt, ein Diaz, aber das ist nicht mal schlimm. Darion ist da sogar tatsächlich besser. Gut, ich habe einen Kaditz da stehen. Einen Kaditz wirst du vermutlich nicht haben. Kann man aber auch gut anders machen, und zwar mit Iuno unter anderem. Den sehe ich jetzt nicht. Irgendwas, was Branding macht, was einen soliden Branding macht. Vielleicht hast du noch irgendein anderes Monster, was ich jetzt übersehe. Ansonsten, der geht auch, aber da könnte es mal ein bisschen failen, weil der Branding eventuell nicht gut draufkommt. Wichtig ist nur, dass der Branding vorm BJ, also vorm Bale drankommt. Daran sollte man sich so ein bisschen halten, wenn man das macht. Und OBS hat ein Update, das sieht mega scheiße aus, Alter. Und dann haben wir die stinknormalen Twins. Ich weiß nicht, ob du die hast oder gebaut hast. Genau, die zwei. Und dann habe ich noch eine Hua drin. Das ist halt auch mein Crit-Lead. Ne? Die sehe ich jetzt bei dir zum Beispiel nicht. Okay, eine Hua würde halt in dem Falle halt noch fehlen. Ja, eine Hua und gegebenenfalls ein Juno oder sowas. Ja, das sowas halt würde halt noch ganz gut sein. Hua sehe ich gar nicht. Wie gesagt, vielleicht chillt noch irgendwas unerweckt im Lager rum, das kann ich jetzt nicht sagen. Okay, also wir haben die Fran, wie gesagt, dann habe ich einen Diaz, aber du hast jetzt halt den Darion, das ist sogar besser. Ich habe halt kein Darion gebaut, das ist halt das Ding. Und die Hua, als Hua-Beispiel nehme ich jetzt einfach mal ganz kurz hier den Feuerwikinger. Einfach nur, das ist hier unsere Hua. Und das ist bei mir halt auch der Lead, ne, Crit-Lead halt. By the way, ist bei mir auch hier, Leader ist bei mir sie hier, der Lead, ne, Feuer-Crit. Nochmal für den Bale unter anderem. Der Diaz, also jetzt bei dir Darion, ist bei mir nur Vollkampfgeist. Ja, sollte ein bisschen was aushalten, aber einfach nur Vollkampfgeist klatschen. Dann haben wir die Fran, die ist bei mir auch auf Kampfgeist, Kampfgeist, Wille. Nochmal, um ein bisschen Schaden rauszuholen. Auch nicht mega tanky oder so. Die hat bei mir 17.000 HP und knapp 550 Dev mit 90 Speed ungefähr. Ja, also das war es eigentlich schon bei der. Dann haben wir jetzt, okay, bei mir ist jetzt ein Kaditz, aber das ist prinzipiell dasselbe Prinzip. Das ist der Ken halt, ne? Und der ist bei mir jetzt halt relativ tanky gebaut noch, weil ich den ja auch noch anderweitig benutze, auf Vio halt. Ich würde ihn bei dir auch auf Vio bauen, aber wahrscheinlich, der braucht auch die Crit-Rate, ne? Sonst ist er, ne? Das ist halt so das Ding bei ihm. Da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber würde halt gehen. Und dann aber die Talia und die Sabrina. Die Talia ist bei mir jetzt auf Zorn broken, ne? Auf Attack, Attack, um halt hauptsächlich maximalen Schaden rauszuholen noch in dieser Phase dann. Und die bei der Sabrina ist es halt dasselbe Spielchen. Was du halt noch unterbringen könntest, wenn du merkst, du hast ein paar Schwierigkeiten, sind Schutzsets tatsächlich. Die kannst du hier und da versuchen, ein bisschen unterzubringen. Aber hier, die Sabrina ist bei mir, wie gesagt, auch auf Broken. Oh, ich sehe gerade, dass da sogar eine Rune falsch ist. Bei mir ist sie gar nicht auf Zorn. Ha, bei mir ist sie nämlich ein bisschen verkackt, geruhnt. Okay, sollte ich vielleicht mal ändern. Ja, die ist halt in der Regel auf Zorn broken bei mir auch. Und gut, und dann haben wir die Hua und die ist eigentlich mehr oder weniger auch nur auf Leftover-Rune. Ich sehe gerade, dass sie auch eine Rune fehlt. Die ist bei mir auf einfach komplett broken. Auf Attack, Crit, Schaden, Attack quasi. Einfach nur ein bisschen Schaden rausklatschen und das war's eigentlich. Ja, also das ist eigentlich das ganze Geheimnis, wie ich es mache und das funktioniert halt bei mir sehr gut. Okay, gut, jetzt gehen wir mal Richtung Beschwörung. Wir gehen in den Channel von heute mal ausnahmsweise und zwar der 16.11. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, wenn ich das Gehege finde. Da haben wir es. Und wir haben eine All-Attribut-Scrolls, 4 legendäre Scrolls, wir haben 2 Licht- und Dunkel-Scrolls und 250 mystische von Stones, weiß ich nichts, aber die sind auch nicht anwesend. Gut, wir starten rein, wir machen so einen gepflegten Mix aus 110er und 100 Solo-Summon, denke ich, und wir starten mit einem Everest. Geil.
Gut, ja, was sagt ihr zum Update aktuell? Ist ja jetzt schon ein bisschen länger draußen, wenn das Video vermutlich kommt. Also, ja, weiß ich ja nicht, ne? Ich find's ganz cool, dass es so, also das ist ja echt simpel geworden mit dem, wie heißt's hier? Mit dem Towern und so. Ich bin jetzt fast Max, wenn ich mir überlege, wie lange es damals gedauert hätte. Ups. Oh, Zibala. Oh, okay, der kam, skippt LDNA5. Der kam jetzt unerwartet schnell. Ich hoffe, der ist neu. Wir checken erstmal, ob der neu ist. Zibala ist stark für Weltarena. Also sehr geiles Weltarena-Tor. Ist sogar neu, GZ. Ich sperre ihn. Der hat gesagt, alles ins Lager. Mache ich am Ende. Zibala ist ein sehr cooles RTA-Tor, ne? Für Speed-Contest, die Stars, ne? Oder wenn du weißt, dass der Gegner oder die Monster in der Regel keine Wille haben. Werde oder sowas. Die sind ja in der Regel nicht unbedingt auf Wille. Ah ja, da so, ne? Für sowas ist er halt ganz gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf deinen Stand so interessant ist. Aber ist ein cooles Monster. Ich mag ihn jetzt an sich nicht, weil ich nicht so der First-Turn-Spieler bin. Ah, da haben wir sie. Das ist die, die ich meine, by the way, eben. Ja, also diese Sylphe meinte ich. Die Fria. Na, jetzt hast du sie schon mal. Einfach erwecken, kannst du auf einen Stern lassen und dann einfach mit Kampfgeist und einem Wille-Set oder so vollklatschen. Also Wille, braucht die Wille? Ja, ja. Also Wille und zwei Kampfgeist-Sets, einfach irgendwas. Die soll ja sterben, das ist es ja. Ja, die ist ja dafür da, um abzukacken. So, okay. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir noch eins bekommen. Und dann ist die Beschwörung schon besser als meine. Boom, so easy ist es, ey. Aber wie gesagt, es waren viele aus der Gilde. Viele aus der Gilde haben nichts bekommen. Aber es gibt auch viele aus der Gilde, die LD5s bekommen haben. Ich glaube, 2 oder 3 jetzt so. Ja, waren schon ein paar. Okay, wir ziehen einfach alle Puppenspieler. Let's go, sieh mal hinterher. Jetzt geht's aber los, Alter. Ist der neu? Hast du überhaupt einen Puppenspieler? Ah, der ist Dupe. Okay, dann ist denn das LDs. Ach, nicht schon wieder. Mann, habt ihr denn... Okay, wir haben bis jetzt nur einen Dupe. Da könnte ich vielleicht mit den Dingern klarkommen. Okay, wir machen erstmal weiter. Ich farm nebenbei mal irgendwas. Oh mein Gott. Das hat in der letzten Beschwörung schon wehgetan. Ich mache auch keine 30er-Kämpfe. Irgendwas, um diese komischen Dinger dazu bekommen, dass ich umwandeln kann. Okay, wir machen weiter. Also, Sima ist Dupe. Würde ich auch nicht behalten, by the way. Ist aber ganz lustig. Der ist jetzt nicht mega broken oder so, aber ist ganz funny eigentlich. Und dann haben wir, ja, Zibala habe ich ja, denke ich, mehr oder weniger genug erzählt. Mal gucken, ob wir noch Smeister bekommen. Da haben wir ganz Familie gezogen. Let's go. Okay, ein Horus. Ja, guck mal. Schon eine bessere Beschwörung als bei mir. Ich hätte einfach... Hätte heute beschwören sollen. Ach... Naja, egal. So. Ich will einfach nur eine Marsha. Das ist das. Ich will einfach nur eine Marsha. Oder ein Kinky. Das ist alles, was ich möchte bei mir, ey. Okay, Schokokrieger. Schokoritter. Nicht der Krieger. Schokoritter. So, der Schokoriegelritter. Ha. So, komm schon. Kann jetzt noch nicht Ende sein. Jetzt hast du schon so hart geteasert hier mit deinen Netfasern. Vor allem das Lustige ist, ich glaube, ich habe danach... Ups. Halloween-Kürbis, der ist ganz gut für BK. Ich habe danach, nachdem ich beschworen habe, gestern, also für mich gestern und heute, auch nochmal beschworen. Ich glaube, das waren nochmal so 100 grob und ich glaube 3 LS nochmal zusätzlich, so auch von TUA und so ein Kram, ne? Da kam auch nichts raus, by the way. Also gar nichts. Ich glaube, ich habe nicht mal Blitz bekommen, also außer in den LS natürlich. Aber ich glaube, in den MS, da habe ich gar nicht mal einen Blitz bekommen. Also, ja, ist top. ist top. Die LDs habe ich, by the way, nicht aufgemacht. Die spare ich mir erstmal. Aber ja, war cool. Ist cool. Ja, Hypno-Mao. Wir haben aber leider keinen Wunsch gezogen mit den Puppenspielern. Der will Feng und Juno. Ja, gut. Das ist eine schwierige Sache, ne? Die zwei zu ziehen. Aber vielleicht, so die letzten 100 machen wir gleich bei Zway mit den 10er Summon. Ne, wie gesagt, ich mach so jetzt so einen gepflegten Mix, so let's go. Und schauen wir mal. Vielleicht ziehen wir ja doch nochmal irgendwas hier. Feng Juno jetzt, let's go. Ich würde mal gerne wieder einen Wunsch ziehen. Wäre auch mal schön wieder, ey. So nach langem. Ja, wäre schon mal schön. Bin ich voll? Ich habe keine Ahnung. Aber es kommt ja eh alles ins Lager. Dann haben wir gleich nochmal zum Abschluss 3 LDs. Schokokrieger, Ritter. Oh, back to back. Aegir, okay. Boah, ich weiß noch, als der Meta war. Erinnert ihr euch? Das ist ja, Alter, das waren Zeiten, ey. Ohne Lisa. Erinnert ihr euch, als sie noch gut für Raid war? Boah, das waren Zeiten, habe ich nie gebaut. Nein, also, ja, ich glaube, die ist immer noch okay für Raid.
Aber ja. Okay, ein Riegel. Vielleicht ziehen wir ja. Keine Ahnung. LD5 gleich. Imagine, Alter. Kopium. In den drei LDs oder vier. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ah, jetzt sind wir voll. Aha. Hab mich schon gefragt, wann es soweit ist. Okay, ein Galeone. Wo ist Juno? Wo ist Peng? Komm schon. Wo ist Juno? Wo ist Feng? Frage ich mich hier jetzt. Komm schon. Ah, wir waren ja voll, da war ja was. Ach, wir waren ja voll. Das ist so nervig mit dem Ladekreis da. Ich meine, es ist ganz praktisch, dass da alles reingeht. Aber irgendwie ist es sehr nervig immer. Okay, wir können alles reintun, außer den Sima, den verfieden wir gleich. In leckerschmeckige LD-Krohls, ne? Oh, machen wir hier. Oh, ein Bock, nein, den habe ich bei mir auch gezogen. Aber aus den Stones, krass, okay. Drei Net Fives, ey, das ist schon krass. Ich meine, das ist alles keine Wünsche. Ich weiß jetzt nicht, ob der Dupe ist oder neu ist. Aber, jo, okay, 4 Net Fives, läuft, Alter. Back to back Net Five, let's go. Okay, was ist denn jetzt los, Alter? Ich wollte nicht so viel farmen. Da sind auch Safe-Dupes bei, ey. Oh, nee, jetzt darf ich wieder so viele Dinger farmen, ey. Was, wie viel darf ich farmen? Oh, nur 2. Oh, Gott sei Dank. Triton und Dings ist neu. Oh, GZ, Alter. Das ist schön. Das freut mich gerade hier. Bock, nein. Und wer war neu? Triton, ne? Puh, okay, GZ an die 2 schon mal. Ja, sind lustige, sind tolle Monster. Schön, dass der Chao mich verfolgt hat, aber okay. Chao und Sima sind Dupe, ha? Hm. Okay, da haben wir 6 LDs, sobald ich die Dinger habe. Ich mach mal, ah nee, was haben wir hier oben nochmal? Eine All Attribute, 2, 6, 7, 8 LDs gleich. Legendären und die. Nee, ich versuch das mal schnell hinzubekommen, dass wir die LDs vorziehen können. Eine Sekunde. So, wir sollten genug Stuff haben. Ging relativ fix und auch gut. So, Sima geht weg. Tschüss, Sima. Ich hoffe, der Mana reicht nicht, ne? Uiuiuiuiuiuiui. Da müssen wir aber nochmal gleich gucken gehen, ne? Woher soll ich Mana kriegen? Gucke ich gleich. Das sind, wie viel? 6 waren das, ne? Ja, 6 LDs. Okay, eine Sekunde. So, okay, dann starten wir rein mit den LDs, ja? Ich muss die vielleicht auch noch einsammeln. Habe ich die eingesammelt? Ja, anscheinend habe ich sie doch schon eingesammelt. Okay. Ja, habe ich eingesammelt. 8 Stück an der Zahl. Mal sehen. Wir hatten jetzt ein Back-to-Back Net 5. Boah, ich bin gespannt. Vielleicht haben wir ja noch mehr LD5-Glück hier. Keine Ahnung. Vielleicht. Alter, was ist das für eine Beschwörung aus 200 Scrolls? Wie viel waren das? 1, 2, 5, ne? Also jetzt mal ohne groß. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube 5. Wow. 5 Net 5s? Ja, das ist schon schmackhaft, ne? Aus 200 Scrolls. Ich hab 1 bekommen. Aus 500. Ja. Naja, soll's geben, ne? Soll's geben, habe ich gehört. Okay, Imp Champion. Geil. Komm schon. Lightning. Komm schon, go. Also einer hat aus den All Attribute Scrolls eine Nephthys gezogen heute bei uns. Gestern. Heute hat bei uns noch einer diese Licht-Cookie gezogen. Hier diese Winterbeere. Die ist jetzt nicht so geil. Aber Nephthys, ja. Wobei Maximilian da cooler wäre, muss man sagen. Aber ja, okay. Ein Kabila, ja. Komm schon. Ein Blitz in den LDs, komm schon. Einer. Wir wollen nur einen Blitz. Ein Blitz, kein Hall of Hero, let's go. Das ist alles, was wir wollen. Dann sind wir alle happy. Am besten noch mit 5 Sternen, anstatt mit 4 Sternen, aber wir werden erstmal mit einem Blitz 1 verstanden. Nach dem Back-to-Back Night 5. Wäre es schon ein Träumchen. Ne, nicht den zweimal. Komm schon. Schade. Okay. Kein Blitz in den LDs. Dann machen wir mit den. Ich hoffe, wie gesagt, das Mana reicht. Ich weiß es nicht. Die paar Legenderos. Ja, reicht. Oh ja, das reicht. Okay. Wer weiß, vielleicht ziehen wir hier nochmal ein Net 5. Yep. Hey Gang. GZ, der ist cool. Ich guck gleich, ob der Dupe ist. Da müsste ich farmen. Oh, nee. Aber das ist auch kein Monster, was ich behalten würde als Dupe. Das reines RTA, vielleicht mal ein bisschen Counterplay im BK, ganz lustig. All Attribute Scroll, let's go. Komm schon.
Aber alles keine Wünsche im Barbarenkönig. Geil, danke dafür. Ja, guckt euch das mal an hier, ey. 1, 2, 3, 6 Stück. Alter, was ist denn da los, ey? Ich meine, es freut mich natürlich irgendwie. Bitte seid kein Dupe. Oh, Gott sei Dank. Okay, gut. Okay, dann sind wir durch. Ich soll alles ins Lager packen, Marius. Ich entsperre die. Du siehst gleich, dass ich sie ins Lager packe. Das mache ich jetzt noch mal eben mit. Leider waren die LDs dafür halt nicht so Premium. Aber immerhin... Ey, 4 neue Net 5s. Insgesamt, wie viel waren das? Ich habe schon wieder vergessen. 5? Ne, 6. Ne? Müssten 6 gewesen sein. Ist schon schmackhaft. Sind alle ganz okay. Ja, 6. Ne? Ja, 6. Ja, war ganz nett. Hey, was soll ich sagen? Tja, coole Sache, Alter. Das freut mich jetzt schon ein bisschen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.